Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt euch gerne das Video und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Agent des Chaos-Skin wieder drin. Der war, glaube ich, schon relativ lange nicht im Shop. War ja am Anfang so die Vermutung, dass er noch etwas mit der Storyline zu tun hat. Einmal haben wir hier den Standard-Ziel und dann noch den Modder-Ziel. Dann haben wir dazu die Chaos-Sense und dann die schwarze Schleim-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Patronella-Skin, einmal in der Standard-Variante und in der Grün-Variante. Und dann noch die Bandage-Version, natürlich den Patronengurt-Skin, einmal hier auch in der Standard-Variante und dann noch in der Grün-Variante. Dazu haben wir dann noch die Machete und dann den Chopper als Gleiter. Und dann noch als letztes die digitale Grau-Lackierung. Dann habe ich hier als nächstes den Valkyrie-Skin tatsächlich mal wieder im Shop. War, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht hier im Shop. Ich glaube, dieses Jahr war das sogar noch fast gar nicht im Shop, soweit ich mich erinnern kann. Dazu gibt es dann noch den Frostschwinger als Gleiter. Der Gleiter ist dann wieder viel zu groß. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir die Skins überhaupt hier gekauft habe, weil ich die gefühlt noch fast nie gespielt habe. Und dafür habe ich eben halt insgesamt 3500 V-Bucks gewastet. Wie gesagt, ich habe den Skins fast nie gespielt, also komplett unnötig auf jeden Fall. Dann habe ich als nächstes den Überholer-Skin, einmal mit der Kopfbedeckung-Variante mit Helm und dann einmal natürlich noch ohne Helm. Dann als nächstes haben wir noch die Zaubermacht-Spitzhacke. Einmal hier die Standard-Variante und die Feuer-Variante. Bei den Skins gibt es ja eigentlich auch noch eine Wasser- oder eine Eiswasser-Variante. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Leider gibt es sich hier allerdings nicht bei der Spitzhacke. Ich hoffe, die wird noch irgendwann hinzugefügt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann haben wir als nächstes noch den Hüftpfeffer-Emote. Dann den Beast-Pilot. War auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Wir hatten sonst immer nur die weibliche Version tatsächlich relativ häufig. Aber die männliche Version war, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir als nächstes geschmeidige Moves. Und dann als letztes immer mit der Ruhe. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.